Hallo und herzlich willkommen zu meiner Einführungsvideoreihe in die MMT Folge 1. Im heutigen Video beschäftigen wir uns damit, wie der Staat Geld ausgibt und wie der Staat Geld einnimmt und was mit dem Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft passiert, wenn die Staatsausgaben über den Einnahmen liegen bzw. andersrum. Das wird heute das Thema sein. Das ist ein enorm wichtiges Thema und ich bin mir sicher, dass jeder von euch hier die entscheidenden Punkte aus diesem Video mitnehmen wird. Und damit hat jeder Zuschauer von diesem Video nach diesem Video schon mal mehr Ahnung vom Geldsystem als 95% der Deutschen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dran zu bleiben. Wir starten rein in die Materie. Wir sind heute einfach mal der Finanzminister und wir wollen uns von der Staatskasse ein neues Auto kaufen. Das ist hier ein Anfängerkurs. Ich arbeite mit ganz einfachen Beispielen. Das Ganze kann man dann aber auch übertragen, wenn wir später mehr Komplexität dazu nehmen. Also, unser Ziel ist es, ein Auto zu kaufen und wir starten mit einem Kontostand von 0 Euro. So, das ist also jetzt hier unsere Bedingung. Und jetzt kennt das vielleicht der ein oder andere von euch, so ein Konto, das kann man auch mal überziehen. Also könnten wir hier theoretisch ja sogar mit den Ausgaben starten. Ja, zumindest wir Privatpersonen können unser Konto ja mal überziehen. Dann rutschen wir in den Dispo, da muss man so blöde Zinsen bezahlen, aber technisch geht das Ganze. Für den Staat geht das Ganze technisch eher nicht. In der Eurozone dürfen die Staaten nur ganz kurzfristig mal ihr Konto überziehen und müssen das dann am nächsten Morgen wieder ausgeglichen haben. Und deswegen werden wir als allererstes uns mal um die Einnahmen kümmern. Und wir werden zwei Formen von Einnahmen nutzen. Einmal Steuereinnahmen und wir werden auch Anleihen verkaufen und damit Geld generieren. Wir wollen uns einen Tesla kaufen für 50.000 Euro und wir werden 20.000 Euro über Steuern generieren und 30.000 Euro werden wir tatsächlich über Anleiheverkäufe generieren. So, das sind also unsere Startbedingungen und jetzt überlegen wir noch, welches Geld wir brauchen. Ja, wir müssen tatsächlich überlegen, welches Geld wir brauchen, weil wir haben ein zweistufiges Geldsystem mit zwei verschiedenen Geldarten. Einmal gibt es das ganz normale Bankgeld, das ihr alle kennt. Also wenn ihr eurem Kumpel 200 Euro überweist für eine PlayStation, dann tut ihr das in Giralgeld. Euer Girokonto wird niedriger, das von eurem Kumpel wird höher. Ja, damit ist eigentlich alles gesagt für uns Privatpersonen. Danach beschäftigen wir uns die meiste Zeit nicht länger mit dem Geldsystem. Das ist Giralgeld, das ist Bankengeld, das nutzen wir. Ja, aber der Staat, der nutzt ein anderes Geld, das heißt Zentralbankgeld. Im Zentralbankgeld wickeln Banken Zahlungen untereinander ab. Und der Staat tätigt all seine Zahlungen in Zentralbankgeld. Wir benötigen also tatsächlich Zentralbankgeld, damit wir gleich Geld ausgeben können. Das sehen wir auch. Zentralbankkonto. Der Staat hat sein Konto bei der Zentralbank. Deswegen benötigen wir Zentralbankgeld, damit wir gleich unsere Ausgaben tätigen können. Das ist schon mal hier das Wichtigste, bevor wir überhaupt loslegen können mit den Einnahmen generieren. Wir benötigen also unbedingt Zentralbankgeld. Wir müssen unser Konto bei der Zentralbank erhöhen, damit wir dann das Auto kaufen können. Ja? Und wir werden 20.000 Euro über Steuereinnahmen generieren und 30.000 Euro über Anleiheverkäufe. Also auch hier werden wir uns später drum kümmern. Wir starten jetzt erstmal mit den Steuern. Wir sind Finanzminister Lindner. Und wir werden Steuern, ja, einnehmen. So, wer zahlt die Steuern? Die Zentralbank zahlt keine Steuern. Das können wir hier schon mal vergessen. Also die jetzt einfach fragen, hier könnt ihr mal das Konto erhöhen. Nee. Banken, gut, die zahlen natürlich auch gewissermaßen Steuern. Aber wir machen jetzt mal den einfachsten Fall. Ja, du und ich werden jetzt mal Steuern bezahlen. So, und das ist auch die erste Bilanz, die wir uns anschauen werden. Wir werden also auch schon hier Bilanzen kennenlernen. Und wir haben hier die Bilanz der privaten Wirtschaft. Also alle, die in Deutschland leben, habe ich hier mal in eine Bilanz reingenommen. Auf der linken Seite ist immer das,
was für uns gut ist, unsere Bankeinlagen, das freut uns ja immer alle, das, was wir auf dem Konto haben. Und auf der rechten Seite ist das, was wir den Banken schuldig sind. Wir betrachten hier ja nur die monetäre Ebene, das Geldvermögen, nicht das Vermögen an sich. Ja. Deswegen hier also nur die monetäre Ebene, auf der linken Seite immer das, was gut ist und auf der rechten Seite immer das, was schlecht ist. Und eigentlich ist das hier auch nur eine Hilfsbilanz, weil die Bankeinlagen, die wir haben, die tauchen natürlich auch in der Bankbilanz auf. Ja, hier habe ich auch alle Banken zusammen in eine Bilanz genommen, um das Ganze so einfach wie möglich zu halten. Und unsere Einlagen, die tauchen natürlich auch in der Bilanz vom Bankensystem auf. Und wir sehen schon hier auf der anderen Seite, also unsere Einlagen sind die Banken uns ja schuldig. Das ist also sozusagen das, was Banken schuldig sind, das, was schlecht für die Banken ist. Und auf der linken Seite wieder das, was gut für die Banken ist, das, was den Banken gehört. Okay, also wir wollen irgendwie als Christian Lindner hier ran. Ja, das ist unsere Idee. Und jetzt merken wir schon, wir haben hier ein Problem. Wir haben ja ein Problem, das ist ja Giralgeld. Ja, da geht es ja um das Girokonto von dir und mir. Und das ist Giralgeld und der Staat tätigt all seine Ausgaben in Zentralbankgeld. Das haben wir schon gelernt. Wir sind also noch nicht weiter. Wir brauchen jemanden, der sagt, ey, okay, ich übernehme das, ich konvertiere das. Und das machen tatsächlich die Banken. Das machen die Banken. Vielleicht fragt sich der ein oder andere von euch, was denn jetzt mit dem Bargeld ist. Bargeld zählt ja zu dem Zentralbankguthaben. Also könnten wir ja irgendwie auch als Finanzminister rumgehen hier mit dem Klingelbeutel und die Steuern in Bargeld generieren. Nein, es ist tatsächlich so vorgeschrieben, dass die Steuern nur über das Zentralbankkonto zufließen dürfen. Also auch über das Bargeld können wir das nicht machen, das können wir schon mal ausschließen und trotzdem, keine Sorge, wir kriegen das hin. Also wir gehen tatsächlich an die Kundeneinlagen und was passiert mit unseren Kontoständen, wenn der Christian Steuern erhebt? Die werden niedriger, okay? Die werden niedriger. Wir machen hier mal ein Minus hin. Unser Kontostand wird natürlich niedriger, wenn wir Steuern bezahlen. Das ist ja schon mal ganz klar. Das kriegen wir also auch noch hin. Und jetzt sagen die Banken, okay, das ist kein Problem. Ich verliere jetzt ja hier Schulden. Ja, also das bin ich ja den Kunden schuldig. Dann ist es für mich auch nur fair, wenn ich auch was Gutes verliere. Ja, ich verliere also genauso viel Gutes für mich, das, was mir gehört, wie Schlechtes. Und dann kann ich das Konvertieren übernehmen. Und tatsächlich hier Reserven ist ein Synonym für Zentralbankgeld. Ja, also dass wir hier auch schon ein bisschen das Fachvokabular kennenlernen. Die werden natürlich auch niedriger. Gut aufgepasst, die werden natürlich auch niedriger. Also die Bank verliert gleichermaßen etwas Negatives für sie, jetzt hier ganz naiv in der Bilanz ausgedrückt, und etwas Positives für sie. Wir werden später auch noch sehen, warum die Banken Kundeneinlagen haben, wie sie davon profitieren, aber jetzt hier in dem Anfängervideo reicht uns das erstmal so aus. Okay, also die Banken verlieren Kundeneinlagen und Reserven in gleicher Höhe. Und die Zentralbank nimmt jetzt hier die Umbuchung vor. Die Zentralbank bucht also jetzt Zentralbankgeld auf das Konto vom Staat. Und das wird also hier mehr und reduziert das Zentralbankgeld der Banken. Zentralbankgeld, ja, ist fast richtig. Banken. Das nimmt tatsächlich hier ab. Also die übernimmt die Umbuchung. Die ist also auch hier daran natürlich beteiligt. Aber was wir sehen, wir haben also jetzt hier dir und mir Geld weggenommen, damit hier das Konto vom Staat steigt. Ja, das haben wir also jetzt hier schon mal geschafft. 20.000 Euro, sagen wir mal, haben wir jetzt hier schon erreicht. Ja, und wir brauchen ja 50.000 Euro. Wir müssen also gleich noch Anleihen verkaufen. Aber wir machen jetzt hier erstmal weiter und gucken, was hier passiert. Für die Zentralbank ist nicht viel passiert. Die haben das Konto vom Staat erhöht, das Konto vom Bankensystem jetzt hier in dem Fall niedriger gemacht. Das ist nur eine Umbuchung. Die Bilanz ändert sich tatsächlich nicht.
Die Bankbilanz, die hat sich tatsächlich verkürzt. Ja, die hat jetzt weniger Reserven auf der linken Seite, in gleicher Höhe weniger Kundeneinlagen auf der rechten Seite. Die Bilanz ist kürzer geworden, die ist niedriger geworden. Ja, beide Seiten natürlich in gleicher Höhe. So, das ist für uns auch noch nicht ganz so interessant, aber was hier passiert, das ist sehr interessant. Die Kundeneinlagen werden niedriger und dann muss natürlich auch was auf der rechten Seite passieren. Das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft nimmt ab. Ja? Wir sind insgesamt jetzt ärmer geworden auf der monetären Ebene. Das sieht man hier ganz klar. Wir haben unsere Steuern bezahlt. Dadurch haben wir weniger Bankeinlagen. Die Kredite sind natürlich gleich geblieben. Also muss sich das ändern. Das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft hat abgenommen. Wenn über Steuern also das Staatskonto erhöht wird, dann nimmt das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft ab. Hier seht ihr nochmal ganz genau, was passiert ist. Wenn der Staat mehr Einnahmen tätigt, als er ausgibt, bislang haben wir ja nur Geld eingenommen, dann reduziert sich das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft und das Zentralbankkonto des Staates erhöht sich. Also wenn ein Staat mehr einnimmt, als er ausgibt, dann sinken sozusagen die verrechneten Staatsschulden. Dafür sinkt das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft. Warum nochmal Nettogeldvermögen? Netto ist ja immer das, wo man die Schulden schon von abgezogen hat. Ja? Also Bankeinlagen, das was wir auf dem Konto haben, minus unsere Kredite, das ist das Nettogeldvermögen. Und wenn der Staat mehr einnimmt, bisher haben wir ja nur Einnahmen gehabt, als er ausgibt, dann reduziert sich das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft. Du und ich werden ärmer. Ist das gut? In Amerika hat man das mehrfach versucht. 1819 war die Staatskasse positiv. Und es gab eine Rezession. 1837 war die Staatskasse positiv. Es gab eine Rezession, Depression. 1857, genau das gleiche Spiel. 1873, genau das gleiche Spiel. 1893, genau das gleiche Spiel. 1919, genau das gleiche Spiel. Unter Clinton zuletzt. Ja, da gibt es auch gegenwärtige Beispiele. Also wenn der Staat einen Überschuss verweist, dann gibt es eine Depression, eine Rezession in der Wirtschaft. Die Wirtschaft flacht ab, weil wir sehen ja, wir haben alle dann weniger auf unserem Konto und dann können wir auch weniger kaufen, dann können die Firmen weniger verkaufen und dann kommt es zur Depression. Trotzdem werden wir jetzt erstmal weiter Einnahmen generieren, jetzt über die Staatsanleihen. Vielleicht sind die Staatsanleihen ja eine Möglichkeit, den Kontostand zu erhöhen, ohne dass die private Wirtschaft weniger Geld hat. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Vielleicht klappt das ja. Und danach wollen wir ja ohnehin das Geld ausgeben wieder, um uns ein Auto zu kaufen. Ja, das ist ja unser Ziel. Und ich habe schon mal hier ganz einfach geschrieben, was in so einer Staatsanleihe drinne steht. Wir bekommen 30.000 Euro Zentralbankgeld und zahlen in einem Jahr 30.000 Euro und 1 Zentralbankgeld zurück. Das nennt man dann nominal, was hier drin steht, das Nominalvolumen. Und ja, hier sieht man auch den Nominalzins, also einen ganz kleinen Zins würden wir hier zahlen. In einem Jahr würden wir mehr zurückzahlen, als wir jetzt hier an Kredit aufnehmen. Okay. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und zwar gibt es eine Bietergruppe von knapp 40 Banken, die diese Anleihen kaufen. Und sie kaufen sie sehr gerne. Ja, sie kaufen sie sehr gerne, auch wenn wir hier nur einen kleinen Zins zahlen. Das hat folgenden Grund. Ja, sagen wir einfach mal, wir haben hier bisher ein Minus von 20.000, aber eine enorm hohe Zahl, einen enorm hohen Bestand, den die Banken bei der Zentralbank halten. Ja, und dieser Bestand an Zentralbankgeld der Banken bei der Zentralbank ist negativ verzinst ab einer gewissen Höhe. Da gibt es Freigrenzen, Freibeträge, aber ab einer gewissen Höhe sind die Reserven der Banken, die sie bei der Zentralbank halten, negativ verzinst. Und wenn sie sich jetzt Staatsanleihen kaufen, dann verlieren sie ja einen Teil der Reserven. Und aktuell ist es so, dass die Banken alle zu viele Reserven haben. Und sie wollen die Reserven sozusagen loswerden, weil die Staatsanleihen besser verzinst sind. Ja, die Reserven sind
ja, negativ verzinst, sagen viele. Ich finde immer, das ist ein bisschen doof. Da sagt man, immer sagt beim Auto ja auch nicht, bremst man negativ, wenn jemand Gas geben soll, sondern Banken müssten tatsächlich Zinsen dafür bezahlen, wenn sie Geld bei der Zentralbank halten. Ja, und damit sie weniger bezahlen, vielleicht sogar noch ein bisschen was bekommen, holen sie sich lieber Staatsanleihen, weil dann haben sie weniger Reserven und mehr Staatsanleihen. So, wir versteigern das Ding jetzt hier also an diese Bietergruppe von knapp 40 Banken und die sind heiß darauf, weil, wie gesagt, aktuell sehr viele Reserven im System sind. Warum sind denn jetzt so viele Reserven, so viel Zentralbankgeld im System? Stichwort habt ihr alle schon mal gehört, Quantitative Easing. Ja, daran ist vor allen Dingen eine Zentralbank beteiligt, kommt aus Japan und das ist ein neues Instrument. Das bezeichnet man auch als unkonventionelle Geldpolitik. Mittlerweile ist es aber schon gang und gäbe. Also schauen wir mal an, was da passiert. Zu Deutsch quantitative Lockerungen liest man auch mal noch immer wieder. Klingt aber irgendwie ziemlich bescheuert. Also, die Zentralbank kauft im Rahmen dieses Programms ganz viele Staatsanleihen aus dem Besitz der Banken. Wir sehen hier ein Minus, wir machen mal ein fettes Minus dahin. Also, die Staatsanleihen im Besitz der Banken nehmen ab und die Staatsanleihen im Besitz der Zentralbank nehmen zu. Gleichzeitig zahlt die Zentralbank dafür mit Zentralbankguthaben. Also jetzt haben wir schon mehr Zentralbankguthaben im System. Wir haben verstanden, wie das Ganze funktioniert. Die Zentralbank kauft den Banken Staatsanleihen ab für Zentralbankgeld. Die Bilanz der Zentralbank wird dabei länger. Sie haben jetzt mehr Staatsanleihen hier in der Bilanz und auch mehr Zentralbankgeld. Zentralbankgeld hier auf der rechten Seite übrigens der Zentralbank. Das zählt als Verbindlichkeit der Zentralbank. Ja, sie bezahlt ja die Anleihen mit dem Zentralbankgeld. Alle Rechnungen sind bezahlt und trotzdem zählt das als Verbindlichkeit der Zentralbank hier auf der rechten Seite. Also diese Bilanz muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die ist formal korrekt. Also die Zentralbank bilanziert das Ganze auch so. Nur wie gesagt, für das Verständnis muss man das auch so ein bisschen tiefer gehen. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben mehr Reserven im System. Dafür hat die Bank weniger Staatsanleihen. Das ist dann Aktivtausch. Die Bilanz wird ja nicht länger. Hier werden nur Staatsanleihen getauscht gegen Zentralbankgeld, gegen Reserven. Ja, das ist also das ganze Programm hier mal erklärt. Wenn ihr also lest, dass eine Zentralbank Anleihe-Ankaufprogramme hat und da sind dann nicht nur Staatsanleihen dabei, da sind dann auch Unternehmensanleihen dabei, teilweise sogar Aktien dabei, dann wisst ihr schon, okay, da kommen mehr Reserven in das System. Da haben wir als Lindner, ist dann leichter hier dann die Staatsanleihen zu versteigern. Gut. Jetzt bringe ich euch noch einen kleinen Unterschied bei zwischen Effektivzins und Nominalzins. Weil wenn Politiker darüber reden, dass Deutschland aktuell negative Zinsen zahlt, ja, da muss ich immer lachen, weil erstens, wie gesagt, dass wir diesem negativen Zinsen zahlen, das mag ich überhaupt nicht. Niemand sagt, ich gebe negativ Gas, ich bremse jetzt negativ. Das kann man auch schön einfach halten mit, wir bekommen Zinsen. Und zweitens ist sogar tatsächlich falsch. Also Deutschland zahlt tatsächlich weiter Zinsen und bekommt keine negativen Zinsen oder bekommt negative Zinsen, wäre ja doppelt falsch. Also ich erkläre euch das Ganze mal. Angenommen, wir versteigern eine Anleihe, Nominalvolumen 100 Euro. Wir wollen mindestens 100 Euro von den Banken erhalten und zahlen dafür 1% Zins. Das Ding läuft ein Jahr. So, in einem Jahr müssten wir 101 Euro zurückzahlen, 100 Euro Tilgung und 1% Zinsen. Ja, das wäre das, was im Vertrag steht. Jetzt haben wir eine Bietergruppe von knapp 40 Banken, an die wir die Anleihe versteigern. Ja, an die wir die Anleihe versteigern. Und die können jetzt beispielsweise sagen, ich biete 101 Euro dafür, dass du mir in einem Jahr 101 Euro zurückzahlst. Die können sich also alle überbieten, die können auch 102 Euro und 110 Euro bieten. Und sie bieten natürlich so lange mehr, wie es für sie wirtschaftlich attraktiv ist. Ja? Das heißt, der Effektivzins, wenn sie jetzt beispielsweise das Ding für 101 Euro kaufen, würde bei 0% liegen. Der Nominalzins aber bei 1%. Deutschland zahlt immer positive Zinsen. Nur weil die Banken die Anleihen so teuer kaufen, ist der Effektivzins dann negativ. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied verstanden. Der Nominalzins ist immer der, der im Vertrag drinne steht. Also wir zahlen in einem Jahr 101 Euro zurück. Und der Effektivzins bestimmt sich dadurch, was die Banken für diese Anleihe hier bezahlen.
Also wir wollen 100 Euro, bezahlen in einem Jahr 101 Euro zurück und die Banken können uns aber jetzt auch schon 101 Euro oder 102 Euro geben. Also die schaukeln sich hoch, die bieten sich sozusagen hoch. Okay. Und wir haben ja schon erfahren, dass es für die Banken sehr attraktiv ist, die Reserven wieder loszuwerden, weil die Geld kosten. Und jetzt kann es für die Banken durchaus sinnvoll sein, wenn beispielsweise 100 Euro Reserven sie aktuell 2 Euro in einem Jahr sozusagen kosten, innerhalb eines Jahres 2 Euro kosten, dann wäre es für sie durchaus sinnvoll, diese Anleihe sogar für 102 Euro zu kaufen, würde sie im Laufe eines Jahres nur 1 Euro kosten. Also das erklärt, warum Banken selbst einen negativen Effektivzins hinnehmen. Wenn ihr also hört, dass Deutschland negative Zinsen zahlt, dann wisst ihr, worauf diese Person anspielt. Banken kaufen die Anleihen so teuer ein, dass sie insgesamt weniger zurückbekommen, als sie ursprünglich gezahlt haben. Und das machen sie, weil die Reserven noch unattraktiver sind und Anleihen die einzige Möglichkeit sind, diese Reserven loszuwerden. Weil man könnte jetzt ja auch überlegen, okay, der Staat kann sich ja von seinen Reserven, hier muss ich hinklicken, von seinen Reserven beispielsweise ein Auto kaufen. Das ist ja das, was wir vorhaben. Und die Banken übernehmen hier das Konvertieren. Aber für die Banken konvertiert keiner. Die Banken haben also keine andere Möglichkeit, die Reserven loszuwerden. Sie können davon keine Immobilie kaufen oder kein Auto kaufen, weil Immobilien und Autos stehen ja nicht im Zentralbankgeld zum Verkauf. Also wenn ihr beispielsweise euer Haus verkauft, dann wollt ihr davon ja sozusagen einen höheren Kontostand haben, Giralgeld haben, Bankengeld haben. Und da kommt jetzt keiner an und sagt, ich bezahle dir das mit Zentralbankgeld, gib mir mal deine Nummer von deinem Zentralbankkonto. Wir haben kein Konto bei der Zentralbank, das geht nicht. Und genauso geht das für die Banken auch nicht. Sie finden also keine Dinge, die zum Verkauf stehen für Zentralbankgeld, auch keine Aktien oder so. Wenn du zum Broker gehst, regelst du natürlich alles in Bankengeld. Ja, das ist also ganz wichtig. Die einzige Möglichkeit, hier diese Reserven loszuwerden, sind die Staatsanleihen. Okay. Und jetzt würde ich sagen, wo wir das verstanden haben, dass die Banken aktuell mit genügend Reserven versorgt sind, können wir ganz entspannt mal die Anleihe versteigern. Lass die Spiele beginnen. Wir können das Ding endlich versteigern. Und damit wir nicht so viele Probleme haben, jetzt noch mit einem Eigenkapitalkonto in den Expertenkursen, werden wir dann noch immer mit Eigenkapitalkunden arbeiten. Sagen wir einfach mal, wir finden eine Bank, die genau diese 30.000 Euro Nominalvolumen bezahlt. Und verkaufen diese eine Anleihe ungestückelt an diese eine Bank und bekommen jetzt unsere 30.000 Euro. Dann haben wir das Ganze etwas leichter zu bilanzieren. Vom Effekt ist es aber genau das gleiche, später dann auch in den komplexeren Kursen. Also wir hätten jetzt die Anleihe verkauft für 30.000. Unser Kontostand würde sich erhöhen um 30.000 auf 50.000, vorher waren ja schon 20.000 drauf. Und der Anleihenbestand, der erhöht sich natürlich auch um 30.000 Euro. Also diese verschrieenen Staatsschulden, die nehmen auch zu um 30.000 Euro. So, das markieren wir ja auch mal in diesem wunderschönen Blau. Was passiert hier? Natürlich der Staatsanleihenbestand der Bank, der nimmt zu um die 30.000 Euro und die Reserven im System, die nehmen wieder ab um 30.000 Euro. Also hier haben wir wieder einen Aktivtausch und bei der Staatsbilanz haben wir wieder eine Verlängerung. Die Bilanz wird länger, weil beide Seiten sich verlängern. Mehr auf dem Konto, mehr Anleihen. Hier wird die Bilanz nicht länger. Wir haben nur einen Tausch auf der Aktivseite, auf der linken Seite. Mehr Anleihen in der Bilanz, weniger Zentralbankgeld. Das mussten wir ja für die Bezahlung nehmen. Und jetzt müssen wir unsere Aussage von gerade eben präzisieren. Was haben wir gerade eben gesagt? Wenn der Staat Geld einnimmt, dann reduziert sich das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft. Was wir jetzt aber sehen ist, wenn der Staat Geld über Steuern einnimmt, dann reduziert sich das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft. Wenn der Staat sein Geld über die Anleihen einnimmt, dann reduzieren sich die Reserven im Bankensystem. Okay, das ist jetzt hier ein wichtiger Unterschied, den wir schon kennenlernen. Und wenn wir jetzt hier für die private Wirtschaft argumentieren würden, würden wir sagen, das war schon mal eine bessere Geschichte. Auf jeden Fall eine bessere Geschichte, weil unser Konto ist diesmal nicht niedriger geworden. Ja? Und jetzt wird es noch besser. Wir wollen das Geld ja auch noch ausgeben. Wir wollen das Geld ja auch noch ausgeben. Und wir wollen uns ein Auto kaufen, das genau diese 50.000 Euro kostet. Jetzt haben wir 50.000 Euro auf dem Konto und wir wollen ja ein Auto erwerben für
50.000 Euro. Das klingt schon mal nach einer sinnvollen Maßnahme. Wir haben es also geschafft. 20.000 Euro haben wir über Steuern generiert. Die haben das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft reduziert. 30.000 Euro haben wir über Anleiheverkäufe generiert. Die haben das Zentralbankgeld der Banken reduziert. Und wo kam das Geld her? Genau, das wurde von der Zentralbank aus dem Nichts geschaffen. Also 30.000 Euro sind dabei, die aus dem Nichts geschaffen wurden. Und die 20.000 Euro der privaten Wirtschaft, die wurden natürlich auch irgendwann mal aus dem Nichts geschaffen. Das muss man dazu sagen. Irgendwann wurden die natürlich auch mal aus dem Nichts geschaffen. So, jetzt haben wir 50.000 Euro auf unserem Zentralbankkonto. Und jetzt haben wir gerade eben gesagt, niemand verkauft etwas für Zentralbankgeld. Also steht kein Tesla in Deutschland für Zentralbankgeld zum Verkauf. Das ist ziemlich sicher. Man muss die Aussage etwas limitieren, denn es gibt doch Dinge, die tatsächlich für Zentralbankgeld zum Verkauf stehen. Eine Sache haben wir kennengelernt, das gilt aber nur für den Primärmarkt der Banken, die Staatsanleihen kaufen dürfen. Wir sind keine Bank, wir sind ja gerade der Staat, ne? Und tatsächlich, Bargeldverkäufe. Wenn ihr jetzt hier, keine Ahnung, einen Salzstreuer für Bargeld verkauft, dann stellt ihr den auch für Zentralbankgeld zum Verkauf. Ja, das gibt es natürlich auch. Kleinere Verkäufe in der privaten Wirtschaft werden tatsächlich mit Zentralbankgeld abgewickelt, weil die über Bargeld abgewickelt werden. Aber nochmal zu dem Punkt gerade eben, eine Bank wird nicht Immobilien finden, die zu Zentralbankgeld zum Verkauf stehen. Niemand möchte seine Immobilie in Bargeld bezahlt bekommen, 500.000 Euro. Hast du das mal in bar gesehen? Das passiert so nicht. Technisch gesehen wäre das möglich, praktisch passiert das Ganze aber nicht. Gut, also, wir haben jetzt diese 50.000 Euro und wir werden keinen Tesla in Deutschland finden, der für 50.000 Euro Zentralbankgeld zum Verkauf steht. Das ist hier der springende Punkt und trotzdem geht das Ganze, weil wieder die Banken die Rolle der Konvertierung übernehmen. So, also wir finden jetzt Horst Lüning und er verkauft uns seinen Tesla für 50.000 Euro Bankengeld. Das ist aber kein Problem. Wir schicken jetzt seiner Sparkasse die 50.000 Euro rüber an Zentralbankgeld und ihr merkt, das Bankensystem hat seine Reserven wieder, wenn der Staat sein Geld ausgibt. Ja, da sind sie wieder. Null, da steht eine Null. Da sind sie wieder. Und gleichzeitig erhöht jetzt das Bankensystem die Kundeneinlagen um 50.000 Euro. Also schreibt die 50.000 Euro beim Herr Lüning gut. Wir verlieren unseren Kontostand und erhalten unser Auto. Wir bilanzieren ja hier nur die monetäre Ebene. Deswegen bilanzieren wir das Auto natürlich jetzt nicht. Wir sehen also, die 50.000 Euro sind jetzt bei der privaten Wirtschaft angekommen auf einem Konto bei Horst Lüning in der privaten Wirtschaft. Und das müssen wir jetzt da unten gleich auch noch korrigieren. Wir sehen auch, dass der Kontostand vom Staat jetzt natürlich bei 0 liegt, dass die Anleihen nach wie vor da sind, dass die Banken ihre Reserven wieder haben. Ja, also die Reserven erhöhen sich tatsächlich durch Staatsausgaben. Und gleichzeitig hier, sehr interessant, die 20.000 Euro Steuern, die haben die private Wirtschaft belastet. Das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft ist gesunken. Jetzt haben wir hier eine plus 50.000, jetzt haben wir der privaten Wirtschaft ein Auto abgekauft, von mir aus einem Fachhändler, Horst Lüning, wem auch immer. Es soll nur ein Deutscher sein, das Ausland haben wir noch nicht dabei, das gibt es dann im Expertenkurs. Und jetzt müssen wir die 50.000 Euro hier auch dabei nehmen. Die 50.000 Euro müssen wir dabei nehmen, da haben wir hier eine plus 30.000 stehen. Also genau das Geld, was der Staat über die Anleihe generiert hat, über die Zentralbank so gesehen generiert hat. Die Zentralbank hat das ja im Rahmen des Quantitative Easing in den Markt reingespült. Das landet jetzt hier als Nettogeldvermögen in der privaten Wirtschaft. Ich drücke das jetzt nochmal leichter für euch aus. Das, was der Staat mehr ausgegeben hat, als er über Steuern eingenommen hat, landet als Nettogeldvermögen in der privaten Wirtschaft. Ja, das stellt uns monetär besser. Das sehen wir hier ganz klar. Warum sind nicht die vollen 50.000 Euro angekommen? 20.000 Euro hatte der Staat ja über die Steuern generiert. Deswegen sind also jetzt hier nicht die 50.000 angekommen, sondern nur die 30.000, die der Staat ja über die Anleihen generiert hat. Die erhöhen also das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft. So, und wir sehen eine entscheidende Sache. Das Ganze wird als Staatsschulden verbucht.
und ein Christian Lindner, der sagt jetzt ja immer, die Staatsschulden belasten die zukünftige Generation. Das ist eine Ideologie, ja, sicherlich. Neoliberale Einstellung, aber wir sehen technisch, was passiert. Die Staatsschulden erhöhen das Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft. Und es ist ja stark anzuzweifeln, dass das die private Wirtschaft bzw. die zukünftige Generation belastet, weil jeder Euro mehr an Staatsschulden ja auch ein Euro mehr an Nettogeldvermögen der privaten Wirtschaft bedeutet. Also wir könnten das Geld dann auch mehr zurückzahlen. Und zweitens ist es ja ohnehin total absurd, dass die private Wirtschaft das Geld irgendwann wieder zurückzahlt, dass die Geldmenge in der Wirtschaft wächst stetig. Das war auch immer so. Ich habe euch die Ausnahmen bereits in diesem Video genannt, zum Beispiel am Beispiel Amerikas, am Beispiel der USA. Und immer, wenn es eine Ausnahme gab, immer wenn die Staatseinnahmen über den Ausgaben lagen, dann gab es eine Depression. Der Grund dafür, den sehen wir hier auch recht leicht. Wenn wir jetzt hier noch bei der minus 20.000 wären, ja, die Leute kaufen dann natürlich weniger, wenn sich ihre Kontostände reduzieren. Das haben wir also hier in diesem Video gesehen. Und nochmal zusammengefasst, wie gibt der Staat Geld aus? Wie nimmt der Staat Geld ein? Der Staat kann Geld einnehmen, seinen Kontostand erhöhen über Steuern und über Anleihen. Und Geld ausgeben tut er über Zentralbankgeld. Er schreibt das Zentralbankgeld der Empfängerbank gut und die Empfängerbank erhöht das Konto von dem adressierten, von der adressierten Person. In unserem Beispiel war es Horst Lüning, der Fachhändler, wer auch immer. Also die Banken, die übernehmen immer die Rolle des Konverters von Zentralbankgeld in Giralgeld, von Giralgeld in Zentralbankgeld bei der Steuerzahlung, der zweite Fall. Genau, also das haben wir heute gelernt. Ich hoffe, ihr habt einiges aus diesem Video mitgenommen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und wenn das der Fall war, dann könnt ihr hier mal ein Abo da lassen und ich verspreche euch, hier kommen jetzt regelmäßig Videos, die ungefähr in dieser Qualität jetzt erstmal kommen sollen. Ich hoffe, die Qualität ist für euch ausreichend. Wir schauen uns bald die Giralgeldschöpfung an. Wenn ihr hier seid, ist es sicherlich schon unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann schauen wir uns auch mal den Geldmengenmultiplikator an, weil es gibt eine entscheidende Regelung. Und daran sieht man dann auch sehr leicht, warum der Geldmengenmultiplikator die Realität verdreht. Das kann man empirisch ziemlich leicht dann tatsächlich überführen. Also wir sehen uns auf jeden Fall hier mit interessanten Videos. Macht's gut, klickt auf die rote Box und bis zum nächsten Mal.